Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden, mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für Sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer Sie sind. Hey! Sie reden nicht viel, was? Wenn Sie mir nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Sie müssen sie stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Wahnsinn, verdammte Idioten! Ich weiß. Sie kommen. Was ist hier los? Die Kleine, die heute reinkam. Wo ist sie? Jody, was hast du getan? Mega Intro. Was eine Atmosphäre. Hammerfett, definitiv. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Beyond Two Souls mit dem Christian. Und dem Brammen. Und wir waren ja schon bei Sony im Laster, aber jetzt diesmal in schöner Qualität, richtig geil, das Experiment. Ich sitze hier am Controller-Knüppel, wir spielen im Koop-Modus, wir wissen aber noch nicht, wie er funktioniert. Ja, Brammen wird anfangen, mal gucken, wie gut er sich schlägt.
Premium, geht immer klar. Super Intro. Ah, da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Ein bisschen vom Anfang haben wir ja schon gespielt. Ja. Als wir im Truck waren. Trotzdem haben wir versucht, uns möglichst wenig spoilern zu lassen. Also du wirklich einen Eindruck komm, zu haben. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher aber noch Zeit. Aber ich finde diese deutsche Synchronstimme, ehrlich gesagt, nicht so geil wie die englische. Von wem? Von ihm. Und von dem Polizisten. Von Willem Dafoe ist halt die von Willem Dafoe. Ja, klar. Aber die fand ich jetzt beide nicht so gut. Die von Jodie wiederum fand ich geil. Die war sehr atmosphärisch. Das stimmt, die ist gut. Spielen auch klein Jodie. Ja, also das Spiel ist in Kapitel unterteilt und springt auch in der Zeit ein paar Mal hin und her. So viel weiß ich. Nicht lang, Jody. Genau, mehr wissen wir halt auch noch nicht. Also wir haben halt jetzt irgendwie das erste Level oder so. Dürften wir schon mal anspielen, aber trotzdem wollen wir euch natürlich... Wir hatten in dem Truck ja extra abgebrochen, damit wir uns nicht zu sehr spoilern. Was kann ich denn da machen? Hat sich wieder ins Bett legen. Ne, Moment, kann ich nicht. Ah, doch jetzt. Ja, du bist müde, Jody, aber wir müssen wirklich gehen. Der ist so unsympathisch, der Typ, wa? Naja, ist ein... Also, da das Experiment heißt, ist es kein... Ist kein Kindererzieher. Menschenexperimente. Ist das fragwürdig. Will ich eine Scheibe Brot nehmen? Ich glaube, ich bin hier letztes Mal schon lang gelaufen, wa? Ja. Und wollte wissen, glaube ich... Wobei, ich glaube, ich hier war. Oh. X gedrückt halten. Ja, okay. Ja, erstmal drücken. Das sind ja super, super Zeichnungen. Ich würde mir überhaupt keine Sorgen machen als Eltern. Muss. Das muss so. Kann ich hier noch was machen? Cool, dein Fernsehen läuft wirklich irgendein Programm. Ah, cool. Das kannst du mal an. Was ist das denn? Das ist was wie Disney. Nee. Voll spannend gerade. Fernsehen im Fernsehen. Im Spiel. Genau. Was ist denn für ein Typ? Da könnte Hardy sein mit der langen Nase. Los jetzt, Jody! Nee, wir gucken noch Fernsehen. Echt mal. Ah, jetzt Film aus. Nee, noch weiter. Lass mal den Film jetzt gucken. Alter, wie geil er die Augenbrauen hier hat. Mega gut getarnt. Oh ja. Okay, komm, wir gehen mal weiter. Ah, den kennen wir auch schon, den Film. Ja, haben wir schon mal gesehen. Tausendmal gesehen. Okay, Nathan wartet auf uns. Okay, Nathan wartet auf uns. So, jetzt geht hier los. Ah, verdammt! Ich hab den Ach, Cole. Verdammt! Hey, Alan. Ich bin sehr steril gehalten, dafür, dass das Zimmer doch eigentlich ganz okay eingerichtet war. Hallo, meine Süße. Du siehst hübsch aus heute. Kann ich den Kopf drehen? Oh ja, kann ich separat. Na, Jody ist eher schweigsam. Dieses Jahr regnet es viel. Kann man nicht. Dieses Jahr regnet es viel. Es war nie wirklich kalt am Abend. Nein, weiß nicht. So, was haben wir hier? Nee, ach so. Komm schon, ja, unsichtbare Mauer. Du kannst aber nur gehen und nicht laufen oder so. Nee, ich kann nicht rennen. Also ich kann quasi gerade so nur den linken Stick benutzen. Okay. Los jetzt, Jody. Und da laufe ich auch nicht lang. Die wirkt ein bisschen genervt. Ja, ohne Spaß, guck dir den Mann, der ist ein mega unsympathischer Typ. Ich laufe jetzt auch mal im Raum vorbei. Babysitting-Dienst heute, hä, Cole? Ich warte auf dich, Kleine. Genau. Ach so. Schade, ich dachte, du könntest auch weiterlaufen. Ja gut, komm. Wir gehen da jetzt mal rein. Hey, Jody. Na, wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Gar nicht creepy oder so. Wie benutzt du die Punkte mit dem Stick? Ja, mit dem rechten Stick. Auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Oh ja.
Jetzt bist du eine Prinzessin. Der Typ ist so ein pädophiler Motherfucker, aber ich mag den echt nicht. Ich finde das immer seltsam, wenn Leute intelligente Kinder versuchen zu verarschen. Ja. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Ich habe das Gefühl, er macht das halt nicht. Ja, ich habe das Gefühl im Intro, dass er gesagt hatte, als er sagte, wir müssen sie stoppen, damit das SWAT-Team meinte. Ja, ja. Also das ist mal wieder. Ja, jetzt geht schon die Spekulation los, aber. Kannst du mich hören? Kann ich den hören? Ja, komm, ja. Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan. Und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Nö. Mal gucken. Gut. Ich könnte ja absichtlich fehlen. Okay, dann geht's los. Ja, aber du weißt ja, wir haben gesagt bekommen von Sony, wer failt, hat weniger vom Spiel. Das stimmt. So, okay, also Dreieck ist hier der Geist werden. Und wir spielen halt, wie gesagt, diesen Geist, ich weiß aber leider nicht mehr, wie der heißt. Hieß der nicht Aiden? Aiden, ja. Stern hat die. Yeah. Nächste Karte. So. Na, also diesen Geist, den man hier spielt, wissen wir halt auch noch nicht viel drüber, aber... Da wissen wir nichts drüber, bisher. Ja, doch, aus dem Intro. Dass Jodie sich halt mit dem unterhält. Also sie ist es nicht selber. Ja, ja. Viereck. Nächste Karte. Alles klar. Nächstes Kärtchen. Ich will wirklich hier einfach abholen. Da kann ich nicht durch. Kann ich da durch? Und? Du kannst da irgendwas machen. Also mit der Tür interagieren geht nicht? Ne, irgendwie noch nicht. Kannst du durch das Fenster? Weiß ich nicht. Also durch den Spiegel oder was? Ja, das kann ich. Und der Testperson jetzt bei 45 Schlägen pro Minute. Okay. Guck mal da. Und ein Anstieg der Täterhirnströme auf 4,5 Hertz. Soll ich mal? Raumtemperatur ist gefallen. Wenn du meinst. 10 Grad. Oh. Spürst du das? Die Temperatur ist gefallen. Er ist hier. Ach. Aha. Also es wird kälter, wenn die Seele sozusagen da ist. Du konntest irgendwas noch am Ende des Raums... Achso, ich bin noch in. Ich bin noch der Typ. Also auf der anderen Seite. Er ist hier. Da konntest du noch... Da, bei dem. Der scheint irgendwie warm zu sein. Auseinanderziehen. Aiden, lass ihn in Ruhe! What? Wie geil ist das denn bitte? Das wusste ich noch gar nicht. Hey, Greg. Ach so. Lol. Aber wenn du berührt wirst von anderen, dann ist Aiden wieder raus. Stimmt. Ja. Alter. Okay, das war jetzt schon ein bisschen creepy. Das ist cool. Ach, guck mal, da unten können wir noch was machen. Stecker rausziehen. Was ist das denn? So? Ne, ich weiß leider nicht, in welche Richtung ich jetzt ziehen muss. Doch. Ich hab einen neuen Bonus freigeschaltet. Siehst du die Karte, Jody? What? Nice. Keine Ahnung, was wir jetzt gemacht haben. Ja, Bram guckt doch in die hinterste Ecke rein. Oh ja. So, okay, jetzt gucken wir uns mal die Karte. Oh, Moment, das kann ich denn da noch machen? Nein! Was war das? Ja? Sieht aus, als wäre Aiden heute nicht so gut drauf. Er spielt nur mit uns. Weiter mit dem Experiment. Oh ja. Okay, komm. Hör sofort auf damit, Aiden. Ja, ist okay. Ja, ist ja. Ist den magst du nicht. Scheiße, ich muss nach oben. Wie gehe ich denn nach oben? So dreh ich mich um. So? Nee. Ah, so. Was ist okay. Wie gehst du nach oben? R2 gehe ich nach oben und R1 hoch, R2 runter. Die Welle. Ah, okay. So, die Welle. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Okay. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Natürlich. So, was kann ich denn hier umwerfen? Kann ich da eigentlich auch raus?
What? Alter! Nee. Nee, da wird die Verbindung wahrscheinlich zu schwach oder so. Gucken, aber vielleicht kann ich trotzdem noch irgendwas machen. Nee, ich kann in alle Richtungen, geht's nicht weiter. Okay, dann gehen wir mal darüber. So, was haben wir denn hier Schönes? Klötze! Oh, Klötzchen! Jody, kannst du da drin noch was anderes bewegen? Weißt du, das haben wir zur Auswahl. Ja, genau, lass die Lichter runterfallen, auf sie drauf. Und was hab ich denn hier? Die Flasche? Die Karten? Da den Stapel Akten. Die Karten. Ich nehme mal die Karten. Ich bin schon Schiss. Oh, die Gebärmutter? Okay, war nur der Stuhl natürlich. Kann ich schießen? Ich hab noch die Flasche. Kurz zielen. Nein, läuft. Die Flasche ist automatisch gedreht. Okay. Oh, der Tisch. Ja, was das war's. Der Rucksack. Mir leid, aber mir reicht. Okay, was war? Jetzt geben wir mal hier Gas, oder? Die Tür ist verschlossen! Sie ist wirklich verschlossen! Sie ist nicht verschlossen, sie klemmt sich jetzt! Ja, wir tun dir nichts! Ganz ruhig, ganz ruhig! Ganz ruhig, wir tun dir nichts! Du musst jetzt damit aufhören, Tony! Der Test ist vorbei, du musst jetzt aufhören! Ich kann nicht, er hört einfach nicht auf mich! Er hört einfach nicht auf mich! Oh, Jody will das gar nicht, soll er dann kurz aufhören? Das ist so eine Frage, oder? Ruhig, ganz ruhig, wir sind unterwegs! Kann man denn wieder aufhören? Ja, ich kann damit rein. Das stimmt was nicht. Diese Gefahr. Ja. Ihr müsst ihn da raus. Ja. Jody. Ist vorbei, Jody. Ist vorbei. Aber das Nasenbluten, den kenne ich. Es ist vorbei. Das habe ich selbst oft genug. Du spielst zu viel mit Aiden. Es wird niemals vorbei sein. Klar wird es irgendwann vorbei sein. Ich frag mich auch, ob man auch fröhlich rausgehen kann. Ja, vielleicht, wenn du nicht alles kaputt gemacht hättest. Was soll das denn jetzt heißen? Das ist das Tutorial, da kann man so mal über die Stränge schlagen. Aber du konntest mit deinem Controller gar nichts machen, oder? Achso, nee, das habe ich noch nicht ausprobiert. Lest ja gar nicht an. Jemand anders? Aha. Erstes Achievement, jawohl. Ja, vielleicht kannst du ja jetzt irgendwie Gehorsam steuern. Gucken wir mal. Ich bin selbst sehr gespannt drüber. Entschuldigung. The Botschaft! The Botschaft. Ah, wir sind etwas älter. Und etwas netter. Oh, freier Rücken. Das Kleid ist Schrott. Echt? Ich hätte lieber was anderes anziehen sollen. Nein, das Kleid ist perfekt. Sieht toll aus. Ja. Das kam so weit von ehrlich. Auf jeden Fall. So, Plan B. Was mache ich, wenn etwas schief gehen sollte? Da kannst du gar nichts tun. Na, das ist ja sehr freundlich. Das hatte ich vermutet. War nur ein Check. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer lächeln. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheich Ahmad. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elizabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Ahmad. Ja, bis dann, Ryan. Der will uns. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Oh ja. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Okay, also der Kontroll ist jetzt an, Botschafter. Wie schön, mal, Sie hier zu sehen. Jetzt machen kann, wenn du dabei bist. So. Ich brauche einen ruhigen Platz. Kannst du was steuern? Machst du gerade was? Ja, jetzt mach ich nichts.
Nee, ich kann nichts machen. Nein, nicht jetzt. Das fällt zu sehr auf. Ich glaube, das könnte auffallen, wenn er da so Nasenbluten kriegt. Ja, stimmt. Hm, komisch. Also es gibt auf jeden Fall irgendwie eine Koop-Party. Ich weiß aber nicht genau, wie es... Ist alles okay? Hilfe. Ja. Ja? Ja? What the fuck? Nein. Nein, doch nicht. Ich bin echt nervös. Folge dem Plan. Der Rest läuft dann schon. Such dir ein Versteck und zieh das Ding einfach durch. Klar. Was? Wie ist denn der Plan? Wofür? Ich wusste gar nicht, weißt du, wie so ein Koks, ey. Der Plan ist. Wir können theoretisch auch Leute übernehmen, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht einfach. So. Das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Okay. Ich frag mich echt, wie du steuern kannst. Was haben wir da vorne? Ach, das ist der Ausgang, wa? Da wollen wir jetzt nicht hin. Was können wir hier noch machen? Ishtamaru Mohammed. Ich kann leider kein Arabisch. Ist Arabisch überhaupt eine eigene Sprache? Oder haben die da alle... Oh, guck mal da. Natürlich. Gibt es sowas wie Saudi-Arabisch und, keine Ahnung, Katarisch und so? Woher soll ich das denn? Ich kann das nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob du das weißt. Ja. Komm, ich will mal zu saufen. Die Leute aber nicht sehr nah an dem Tisch vorbei, das muss ich echt mal sagen. Was wenn ich Schiss vor dem Tisch hätte. Oh, guck mal da. Können wir mit den Musikern machen? Willst du jetzt tanzen? Wow, ja, super. Jetzt hat er gerade aufgehört. Verarschen die mich jetzt? What the fuck, jetzt hab ich wieder angefangen. Das kann ich doch nicht mehr angucken. Na gut. Dann suchen wir uns einen ruhigen Platz. Elisabeth. Elisabeth. Sie sind unserem gemeinsamen Freund entkommen. Ein Drink vielleicht? Wir sollten uns besser kennenlernen. Der geile Stecher, ey. Wie Sie wünschen. Dann bis später. Wie alt die wohl in der Szene ist? 19. Ich brauche einen ruhigen Platz. Okay, Toilette. Toilettchen! Oh boy. Jetzt gehen wir auch aufs richtige Klo. Da links. Moment. Jetzt gehen wir mal nach links. Machst du da? Ich will mir das Schild angucken. Ach so. So. Mal auf. Sollen wir das kurz frisch machen? Ja, gespannt, was hier passiert, weil das ist ja schon ein echt krasser Sprung. Mal eben so von Kindheit-Experiment irgendwo in arabisches Land, wo du schon erwachsen bist. Ja, und irgendeinen Auftrag hast, von dem du keine Ahnung hast, warum du da bist, was du machen musst. So. Erstmal auf die Schüssel setzen. Oh, das ist aber eine Ferguson. Ja, kannst einfach auf den Ledersitz kacken. Ja, das mal durchziehen. Okay, dann nicht. Aiden. Okay. Aiden, bist du bereit? Sehr. Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Okay. Dahinter ist ein Safe. Okay. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden? Aiden. Super Aiden. What the fuck? Aber kompliziert? Also manchmal kannst du aus Türen raus nur, manchmal aus Wänden. Ja, manchmal schon. So. Also musst du jetzt erst den Sicherheitsraum suchen. Das hatten wir ja schon im Bus. Schon im Tutorial, genau, im Bus. Wenn wir mal scheiße bauen? Das ist die Frage, was das bringt. Nein, Aiden. Ich darf uns nicht bemerken. Ach so. Ja, eben. Ich dachte mir, vielleicht kann man dann die Wachen ablenken.
Aber da sind so viele, also dass du ein bisschen am Tisch rüttelst. Ja gut, das stimmt wohl. Na guck mal. Da haben wir ihn doch. Da haben wir ihn doch. Ein Büro mit dem Porträt des Scheichs. Hier muss es sein. Mist ist. Du musst zuerst die Wache ablenken. Okay, was haben wir denn für Möglichkeiten? Jetzt kannst du die Wache ablenken, siehst du? So, ich glaube, jetzt mal habe ich den Kaffee aus weggeschüttet. Jetzt machst du halt Fußballspiel aus. Ja. Du bist aber gemein. Jetzt fällt bestimmt ein Tor. Na, Anna. So. Okay. Jetzt kann niemand mehr das Hauptbüro überfallen. Wir sind sicher. Jetzt muss er ein Hauptbüro finden. Ja. Oder ist er das schon? Nee. Nee, ich glaube nicht, dass er das ist. Ich glaube auch nicht. Ich geh mal kurz wieder hier rein. Ist die Scheiße. So, hier durch die Tür. Das Hauptbüro ist das ganz hinten mit den Doppeltüren. Da! Ah, das macht natürlich Sinn. Zing! So! Und. Irgendwo muss ein Schalter sein. Um das Bild zu bewegen. Ah, okay. Also, soweit ist. Das wissen wir halt noch. Ja, aber außerdem ist das doch irgendwie so. Bekanntermaßen muss sowas doch eigentlich an einem Schreibtisch sein, weil. So, hier. Da ist er ja. Komm, drüben. Ding. Okay. Jetzt erstmal hier die Handkontrolle manipulieren. Jetzt lesen wir die Dokumente. Beeil dich. Oh. Ich kann nicht mehr viel länger. Okay. Ah, jetzt muss ich schreiben oder sowas, ne? Nicht bewegen. R1, gedrückt halten. Ah, okay, das sind jetzt wieder die gleichen Folgen, wie man die auch aus Heavy Rain kennt. Okay. Die darfst nicht verkacken, sonst hätte ich zu wenig Infos. Halten, Kreis gedrückt halten. Oh, Alter, jetzt kommen wieder meine Monster-Skills, ich sage dir. R1 gedrückt halten, X gedrückt halten. Ich mache es, Junge. Jawohl! Sicher. Na, das ist es. Solche Skills wären für Klassenarbeiten oder so total hilfreich gewesen. Weißt du? Erfolg. Hallo? Echt? Mal raus aus dem Mädchenklo, Junge. Ich meine, was soll das? Spasti. Ich will nur Mumus gucken. Wieso ist die Tür eigentlich jetzt nicht abgeschlossen? Stimmt, gute Frage. Logikfehler. So, was macht die jetzt? Sehen Sie, ich kann nichts tun, um Ihnen zu helfen. Das ist eine sehr freundliche Frau gewesen. Und diese Krypta-Events mich ja so sind, aber der Mega-Pro. Ich frag mich echt, wie das Koop-Ding funktioniert, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe keine Ahnung. Ja, das machen wir ja nochmal an. Na, erstmal waschen, weil das Blut im Gesicht wäre nicht so clever. Ich finde den Handschmuck ganz geil, irgendwie. Ich dachte ganz am Anfang erst, das wäre ein Tattoo. Ach so. Also den Armschmuck besser. Ja, passend zu Ohrring und Halskette. Oh ja. So wie das sein muss. So, Hand abtrocknen. So ist der Stil voll angezogen. Tiefes Dekolleté heißt Kette anziehen. Echt? Ja, eigentlich schon, oder? Eine gute Frage. Das stimmt eigentlich. Wahrscheinlich hast du recht. So. Ein bisschen zu viel getrunken. Jody, alles klar? Fass mich nicht an! Echt mal. Spasti. Ich will jetzt gehen. Gut. Ja, wir gehen. Oh, der Scheich ist uns an die Schliche gekommen. Was das jetzt gewesen ist. Sag mal, das gewesen ist, das erfahren wir dann wohl erst morgen wieder. In der nächsten Folge von Beyond the Souls. Oh ja, dann auch ohne Cut und so weiter.
Also wir werden dann halt eine etwas längere Partie spielen und für euch dann an gemeinen Stellen einfach mal cutten. Und deswegen werdet ihr jetzt hier auch nicht sehen, was passiert. das wollen wir euch jetzt noch nicht vergönnen. Aber ihr habt wieder ein. Schon gesehen, wie der nächste Part heißt. Stimmt, die Party. Da könnt ihr euch dann drauf freuen. Ja. Die Party. Fällt mir so ein lustiges Lied zu ein. Ja, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denn? Wie hieß das noch? Zur Party da. Das Lied von der komischen Schule da. Okay. Muss ich nochmal nachgucken. Ich zeige dir das gleich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder zur neuen Folge Beyond Two Souls. Danke. Tschüss. Ciao.